Sie wurde mir in die Wiege gelegt. Bauchreden ist eine Mischung aus Stimmbildung, Atemtechnik und natürlich das Figurenspiel. Und wie lange man dafür braucht, um das richtig zu können, hängt natürlich davon ab, wie viel Lust man darauf hat, das zu üben. Ich mache es zwischen 18 Jahren. Das war eine ganz lustige Geschichte. Ich hatte die Idee, mit einer Tonne was zu machen. Gleichzeitig habe ich im Fernsehen einen gesehen, der auch etwas mit Tonnen macht. Aber dieser Mensch lebte in Kuba, Havanna. Und durch einen Redakteur habe ich diesen Menschen dann ausfindig gemacht und gesucht. Beziehungsweise als ich hingefahren, habe ich ihn 5 Tage gesucht. Dann habe ich ihn in den Straßen Havannas gefunden. Dann haben wir zusammen trainiert. Ich bin des Spanisches nicht so mächtig. Und außerdem hat er wohl einen furchtbaren Dialekt, sodass Spanier ihn noch nicht mehr verstehen. Auf jeden Fall haben wir uns nur nonverbal über diese Tonne verständigt. Er hat jeden Tag $5 mehr bekommen als mein Trainer. Und dann habe ich einfach weitergemacht und mein eigenes Ding draus gemacht. Übung macht den Meister. Ich habe schon selber Figuren gebaut und es gibt tatsächlich Menschen, die das professionell machen und die diese Figuren im Internet verkaufen. Also, es ist schon so, dass ich habe sehr lange Fußball gespielt, habe auch Berliner Auswahl gespielt und irgendwann so mit 18, 19 habe ich mich für die Bühne entschieden und gegen das Fußballfeld. Seit 4,5 Jahren. Das stimmt. Allerdings kommt die Atemtechnik aus dem Bauch. Und diese besondere Atem, das Atmen, das tiefen Atmen, was man zum Bauchreden braucht, hat dem Bauchreden den Namen gegeben. I hope you turn, come back to me. And that you once again will see. Spring kann man exklusiv im GOP genießen bis Mitte Juli. Der Name ist auch nicht Inglourious Basterds und so weiter. Ist ja hier von Tarantino der Film. Ich glaube, wir haben ihn schon bestimmt 15, 20 Jahre. Ich glaube, dass mein Kollege Daniel Reinsberg den miterfunden hat. Das ist natürlich das, was wir als Legende sagen. Das war natürlich, dass wir drei, die wir diesen Namen benutzt haben, genau darin uns widerspiegelten. Das andere, so der Marketing-Gedanke dahinter, war einfach, sowas gab es noch nicht und deswegen haben wir es erfunden.